Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch einen wahren Rohdiamanten auf YouTube. Denn es soll heute um den unglaublich guten Content Creator Klei gehen, der meiner Meinung nach einer der besten der Plattform ist. Unser Klei ist ein ganz, ganz kreativer Kopf. Er würde niemals Videos nehmen, die es schon mal irgendwo gab. Und schon gar nicht würde er unkreative Formate bringen. Und das allerletzte, was er machen würde, wäre Videos klauen und sogar die Thumbnails komplett übernehmen. Doch, genau das. Jaja, du bist doch nur neidisch. Das hast du nur erfunden, weil er so viele Weiber abkriegt und du gar keine, du hässlicher Vogel. Oh Gott, Alter, das kann der nicht ernst meinen. Denn genau so hat er wirklich gekontert, als ich ihn in seinem Instagram-Livestream darauf angesprochen habe, warum er seine Videos fake. Ich zeige euch am besten mal kurz einen Ausschnitt davon, was er denn wirklich gesagt hat. Wenn du meinst, es ist fake, dann gibst du den nicht. Ich weiß auch nicht, was du für einer bist. Wie ich denke jetzt so, der mit höchstens 5 Typen am Tag schreibt, mit keinem Mädchen und so. Weißt du überhaupt, was Mädchen sind? Man muss einfach nur wissen, wie. Mädchen? Nee, noch nie gehört. Erklär mal, Bro. Und um zu lernen, wie das Ganze geht, denn er meint ja, man muss nur wissen, wie, werde ich mir jetzt alle seine Videos in einem Marathon anschauen und schauen, wie er mit Hilfe von WhatsApp-Songtext-Pranks alle Weiber dieser Welt klärt. Doch kleine Vorwarnung, er macht WhatsApp-Pranks auch irgendwie ein wenig falsch, denn normalerweise schreibt man da Leute mit Songtexten an und verwirrt sie so und macht dann einen Prank daraus, damit es irgendein Missverständnis gibt. Aber bei ihm geht es irgendwie nur darum, damit Weiber zu klären, damit sie Arschbilder schicken. Ja. Am Anfang gibt es erstmal 2-3 Minuten unnötiges Gelaber, bis ihr dann sagt, komm, wir fangen direkt an. Doch davor ist eine Stelle, die ist in diesem Video besonders wichtig. Merkt euch bitte einfach kurz die Uhrzeit, die ihr hier erwähnt, denn die brauchen wir später nochmal. Es ist jetzt schon mittlerweile 2.30 Uhr und ich drehe ein Video. 2.30 Uhr. Nach seinem ewigen Rumgelaber kommt dann auf einmal noch sein Gewinnspiel, bei dem man kommentieren, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren muss. Doch, warte mal. Wie kann er denn als YouTuber sehen, wer die Glocke aktiviert hat und wen er abonniert hat und wer die Videos geliked hat? Ach, wahrscheinlich hat er einfach die YouTube-Zentrale mit einem WhatsApp-Songtext-Prank angeschrieben. Doch, hat leider wieder nicht geklappt, denn die ganzen Mitarbeiter haben ihn nur mit Arschbildern geantwortet. Doch, gucken wir uns doch lieber dieses wahre Meisterwerk einfach nochmal weiter an. Bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kaffee auf Bader. Oh Gott, alter Cringe, wie er auf seine Lippe rumbeißt. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Mein Star bist du. Ich glaube, sie weiß, dass ich YouTube mache. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Also, sie weiß also, dass du YouTube machst und da WhatsApp-Songtext-Pranks hochlädst, bei dem du darauf geierst, Arschbilder zu kriegen und die Weiber damit zu verarschen. Und trotzdem fällt sie darauf rein, genau wie alle 12, 13 Leute davor, die teilweise sogar auch angeblich deinen Kanal kannten. Ja, absolut logisch. Und die Kachbau-Bäder. Hä, ich bin keine Schlampe und der böse Smiley. Oh mein Gott, Leute, nicht, dass wir jetzt verkackt haben. Merkt euch bitte mal, sie denkt gerade, er hätte sie als Schlampe beleidigt. Und dadurch, dass es ein WhatsApp-Songtext-Prank ist, kann er es ja nicht auflösen, denn er schreibt ihr nur den Songtext. Also denkt sie eigentlich weiterhin, er hat sie gerade Schlampe genannt. Aber wieso passiert dann 2 Nachrichten später, nachdem sie denkt, er hätte sie Schlampe genannt, genau sowas? Oh mein Gott, nein. Leute, sie hat einfach ein Ass-Pick geschickt. Oh mein Gott. Wisst ihr noch, welche Stelle ihr euch vorher merken solltet? Richtig. Die Stelle, an der ihr seid, dass er das Video gerade um 2.30 Uhr nachts filmt. Doch komischerweise sind dann alle seine Reaktionen ja gerade komplett gefaked. Denn wenn man mal auf die Uhrzeit schaut, die eingezeigt wird bei den Screenshots, sollte einem auffallen, Moment mal, das ist nicht 2.30 Uhr und das findet gerade auf keinen Fall live statt. Also sieht man, alle seine Reaktionen, auch die auf das Arschbild gerade, sind komplett offensichtlich gefaked. By the way, passiert ihm das in mehreren Videos. Nur eine Frage an ihn direkt. Warum zur Hölle schneidest du diese Stelle, in der du die Uhrzeit sagst oder du filmst, nicht einfach im Nachhinein raus? Naja, mir soll's recht sein, so kann ich immer beweisen, wie dreist er lügt und seine Sachen faked. Ja, leider war das noch lange nicht alles. Ich darf mir noch sehr, sehr viel mehr von ihm anschauen. Denn 2 Videos werde ich definitiv noch ansprechen. Die meisten von euch werden sicherlich den YouTuber Joshua Weißleder kennen. Hä? Heißt er nicht Simon Desue? In der Tat. Nein, also ernsthaft, Simon Desue ist Joshua Weißleder, das ist sein bürgerlicher Name. Doch an was denkt ihr, wenn ihr an Simon Desue denkt? Ich persönlich denke an schlechten Trend-Content, schlecht gefakte Videos und vor allem gefakte Gewinnspiele und eine schlechte Persönlichkeit. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welcher YouTuber Simon Desues Videos gesehen hat und dachte, sowas muss ich auch machen. Offensichtlich rede ich mal wieder vom Klei, dem besonders kreativen Kopf hier. Oh Gott, Alter, ey. Wie kann man denn so offensichtlich klauen? Ich meine, guckt euch beide Thumbnails nacheinander an. Es ist so krank offensichtlich. Er klaut die YouTuber, die im Hintergrund sind. Er klaut das komplette Schriftdesign. Und dann um seine eigene Person diesen weißen Rahmen, den klaut er auch noch. Also wie dreist kann man denn bitte sein? Das nächste meisterhafte Machwerk, das ich von ihm kritisieren will, ist sein Video Fußball-Challenge mit Miguel Pablo. Komischerweise sind viele Leute in diesem Video, aber nicht Miguel Pablo. Das Video mit Miguel Pablo, aber ohne Miguel Pablo
wie auch immer, ist unten verlinkt. Also falls ihr es melden wollt, wegen eines irreführenden Titels, so, ich halte euch nicht davon ab, ne? Das nächste Video, dem ich mich widmen will, ist das Video Prank an Bibis Beauty Palace geht schief, in Klammer, sie weint. Bei diesem wunderbaren Titel könnte man beinahe meinen, dass Bibis Beauty Palace darin vorkommt. Aber sowas denken nur Idioten, denn offensichtlich geht es in diesem Video darum, dass er den Duschschaum von Bibis Beauty Palace gekauft hat und ihm einem Kumpel ins Gesicht sprüht und das dann krassen Prank nennt. Also das ist auf keinen Fall irreführend. Nein, nein, das ist Qualitätscontent auf YouTube, ey. Und genau aus solchen Videos besteht sein Kanal. Schlecht gefakte WhatsApp-Pranks, die jedes Mal mit einem Arschbild enden. Vor allem, manchmal fragt er dann noch, ob die Leute nicht abstimmen wollen, was sie für ein Bild geschickt hat, obwohl im Titel steht, dass es ein Arschbild ist. Dazu kommen Videos, bei denen der Titel meistens sehr, sehr wenig mit dem Inhalt zu tun hat. Und außerdem kupfert er sehr, sehr viele Videos von anderen YouTubern, die so oder so schon schlecht sind, ab. Wie beispielsweise das von seinem Desu. Kommen wir mal zu seinem wunderschönen Instagram-Account, den er vor jedem Video jedes Mal immer wieder bewirbt. Dieser Typ ist so eine Legende, ne? Er schafft es sogar, bei Instagram in den Bildern Clickbait zu betreiben. Er wohnt ja eigentlich in Wolfsburg und daher entstehen auch dort die meisten seiner Bilder. Vollkommen legitim. Nur wenn man dann auf seine Hashtags schaut, fällt einem auf, Moment mal, warum stehen da noch lauter andere Städte dabei, gar nicht nur Wolfsburg? Hä? Hey, das ist schon wieder so unfassbar peinlich, ne? Es gibt ja bei Instagram diese Funktion, dass euch angezeigt wird, wer aus eurer Stadt kommt und naja, so versucht er sich da reinzuschleichen, um dann von möglichst vielen Städten vorgeschlagen zu werden, um halt mehr Follower zu kriegen und mehr Likes. Ja, ganz großes Kino, Bruder. Für mich ist er so dieser typische, erbärmliche Charakter, dem es nur darum geht, oh Alter, ich brauche viele Likes auf Instagram, viele Follower, ich muss Fame sein, denn Fame sein ist wichtig, ich brauch Style, ich brauch Swag und ich muss mir die ganzen Bitches klären können. Auch wenn das Bitches klären scheinbar ja sehr, sehr einfach ist, denn naja, offensichtlich muss man ja nur Songtexte schreiben und schon schicken sie alle Arschbilder zurück, ne? Als ich vor ein paar Tagen mit Lupo, Trooper und Xirero im TS war, haben wir das Ganze mal ausprobiert und das Ganze an ein paar Leute geschrieben und ich zeige euch jetzt mal hier ein paar der Reaktionen. Solange ihr jetzt gerade noch die wunderschönen Reaktionen im Hintergrund bewundern könnt, komme ich mal zu einer Art kleinem Fazit. Also ich muss sagen, für mich ist es so unfassbar unangenehm, diese Videos anzuschauen, ey. Also wirklich, ich krieg dabei so heftige Cringe-Kicks, als würde ich gleich sterben. Es sollte recht offensichtlich sein, dass dieser Typ keinerlei Interesse daran hat, qualitativ irgendwas Gutes abzuliefern. Nein, er will einfach nur schnellstmöglich Aufmerksamkeit bekommen. Genau deshalb schreibt er auch bekannte YouTuber in den Titel, macht WhatsApp-Pranks, die gefaked sind, oder klaut irgendwelche Videos von Simon Desio und Co., die bei den anderen Leuten viral gegangen sind. Also klar, jetzt nochmal kurz persönlich an dich. Falls du auf dieses Video hier antworten willst, bitte, 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 mach keinen billigen Konter mit oberflächlichen Fronts oder so Scheiße. Das wäre echt peinlich. Wenn du antwortest, dann sei ernsthaft und geh auf jeden Kritikpunkt von mir ein. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, Fire Gordon hat auch vor, hierzu ein Video zu machen. Also, wenn es schon online ist, werde ich sie unten verlinken und wenn nicht, verlinke ich, sobald es dann online kommt, ne? Damit ihr euch sein Video auch anschauen könnt. Also, das war's von mir und Peace out.